Analysen und Anmerkungen zu einem PAF-Vergleich. Darum geht's um einen Hamburger, der vor langer Zeit vom Herrn Lover entwickelt wurde, dann zum Patent angemeldet, daher kommen die drei Buchstaben PAF, Patent Applied For. Das ist die Patentschrift, die angeblich mal unter einer falschen Nummer veröffentlicht wurde. Das interessiert hier nicht so sehr. Der Herr Lover in voller Schönheit, so haben damals die Labore ausgesehen. Und, ups, das muss man noch korrigieren. Jetzt ist es richtig. Dieser Herr Lover gilt als Entwickler des Hamburgers. Was in der Form aber nicht stimmt, schon in der Patentschrift steht, dass es ja schon seit den 30er Jahren solche Überlegungen zur Brummkompensation gegeben hat. Und man sollte nicht übersehen, dass Roybatz auch sowas Ähnliches entwickelt hat. Wenn man die Jahreszahlen hier vergleicht, könnte man Juni, Juli auf die Idee kommen, ha, der war sogar noch früher dran. Bei der Anmeldung sieht es wieder anders aus. Das ist aber alles aus heutiger Sicht relativ uninteressant. Ganz uninteressant auch wieder nicht, denn hierzu werden immer wieder Vergleiche durchgeführt. Welcher dieser PAF-Humbucker ist jetzt der authentische, welcher klingt am besten? Welcher Hersteller produziert den besten Nachbau? Und der Grund, dass da immer wieder drüber geredet wird, ist die Seltenheit. Diese Humbucker gibt es nicht mehr so oft und deswegen werden da Wahnsinnspreise verlangt. Wobei man an dieser Stelle noch sagen muss, 5000 Euro, Angebote null. Ja, klar, das ist der völlig falsche Preis. Das ist viel zu billig. Nein, nicht viel zu teuer, das ist viel zu billig. Und da kommen wahrscheinlich alle, die sich interessieren, zu dem Ergebnis, das kann ja gar nicht sein. Und diese 261 Euro Versand, da ist sicher auch schon eine kleine Anzahlung für den Anwalt mit dabei, wenn Kritik kommt. Möglicherweise wird sowas heute ja in einem fernen Land für ein paar Dollar oder Yuan oder wie auch immer die Währungen heißen mögen, hergestellt und dann verkauft. Also Vorsicht, wenn was so billig ist, das könnte doch gefaked sein. Jetzt nähern wir uns den richtigen Preisen. Patent applied for. Hier steht's drauf, das muss doch korrekt sein. Und sogar nur 65 Dollar worldwide. Wo? Oder? Wiederum um die 10.000. Da ist jetzt auch wieder ein bisschen mehr Versand dabei. Naja, vielleicht ist die Versicherung. Muss ja nicht immer der Anwalt sein. Und da gibt es tatsächlich drei Angebote. Also, kleiner Tipp, wenn ihr sowas verkaufen wollt, ja, nicht zu billig einsteigen. Da muss man schon ein bisschen Geld locker machen. Dafür hat man ja The Holy Grail. So, jetzt aber weg von diesem Blödsinn zu einem Hörtest. Gitek Forum e.V. hat einen PAF-Vergleich gemacht. Auf der Homepage kommt man da rein. Urheberrecht, Zitat, mehr Sorge nicht. Hörvergleich, Neck Pickup. Gute Anleitung. Hier kann man 6 verschiedene Humbucker, PAF-Style, auswählen, anhören, 6 verschiedene Riffs. Bis hierher gut gemacht, funktioniert auch. Es sind Clones, also Nachbauten dieser teuren Original-Humbucker. Nachbauten, die von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Es gibt eine verständliche Anleitung dazu, das muss man immer erwähnen, weil sowas nicht selbstverständlich ist. Der PAF oder PAF ist ein legendärer Gibson-Humbucker-Pickup aus den Jahren 57 bis 60, der sich heute noch großer Beliebtheit erfreut und von vielen Herstellern als Clone angeboten wird, als Nachbau. Wir haben diese günstige, ja, günstig, da gehe ich später nochmal drauf ein, diese günstige Ausgangsposition für einen Vergleichstest benutzt, der musikfokussiert ist und elektrische Charakterisierungen als Ergänzung anbietet. Die liegen wir im Moment nicht vor, die kommen später mal noch
vielleicht auf der Homepage von GITIC. Der BRF-Test ist als Hörtest im Blindversuch aufgebaut. Sehr gut, und soll die Gestaltungsbandbreite der Hersteller und die Hörpräferenzen der Tester ermitteln. Blindversuch ist wichtig. Diese Humbucker wurden abgeklebt, so dass Versuchsleiter und Gitarristen nicht sehen konnten, um welches Modell es sich handelt. Wenn man keinen Blindversuch macht, kann man es gleich vergessen, weil dann die Gitarristen wissen, oh, jetzt kommt der ganz teure, der muss doch der beste sein. Blindversuch, sinnvoll. Die PUs wurden von GITIC auf dem freien Markt gekauft. Auch das ist wichtig, dass man vom Hersteller nicht irgendein spezielles Gerät untergeschoben bekommt, und decken eine große Preisspanne ab. Dann sind wir wieder bei der günstigen Ausgangsposition. Aber lassen wir das mal. Die Hörproben wurden von einem Profimusiker eingespielt. Das vom Musiker beim Einspielen gehörte Signal war rein akustisch, ohne den verwendeten Verstärker zu hören. Die PUs wurden durch Folie so abgedeckt, dass der Spieler die PU-Hersteller nicht erkennen konnte. Ich kenne diese Profimusiker und kann aus meiner Sicht sagen, die sind gut. Das muss ich erwähnen, weil vielleicht bei den folgenden Erläuterungen ein anderer Eindruck entstehen könnte. Naja, die haben alle eine professionelle Musikausbildung und spielen heute als professionelle Gitarristen. So, da kommen noch ein paar Zeilen. Korrekturen von kleinen Schwankungen beim Einspielen sowie Korrekturen des elektrischen Signals wurden nicht vorgenommen. Lautstärkekorrekturen gegebenenfalls selbst vornehmen. Das geht jetzt allerdings nicht. Wenn der oder die das abhört, selbstständig jetzt irgendwas am Pegel ändert, dann sind das alle sehr unterschiedliche Signale, die dann bewertet werden. Also entweder sagen, liebe Leute, lasst alles so, die Pegelunterschiede gehören mit zur Bewertung, oder aber sagen, wir wollen nicht so schlampig sein, dass wir diese Pegelunterschiede jedem selbst überlassen, die nehmen wir als Autoren vor, bevor wir sowas veröffentlichen. Also, das ist Mist. Die PUs wurden unter Verwendung der Pickup-Change-Gitarre ohne Veränderung sonstiger Parameter in wenigen Sekunden gewechselt. Das ist wiederum gut. So, dann hören wir das Ganze doch mal an. Abgesehen von dieser unzureichenden Pegeleinstellung ist der Versuch ja gar nicht schlecht aufgebaut. Ich spiele die einzelnen Riffs jetzt mal so ab, wie sie auf der GITIC Homepage dargeboten werden. Immer ein Riff, das nacheinander von 6 verschiedenen Tonabnehmern wiedergegeben wird.
Die Gitarristen haben hier nicht den Fehler gemacht, super komplizierte Riffs zu spielen. Im Internet findet man ja häufig solche Vergleiche. Da habe ich schon Gitarristen minutenlang rumdudeln hören. Wobei der Eindruck entsteht, Hauptzweck ist zu demonstrieren, hört her, wie gut ich spielen kann. Ein super kompliziertes Riff kann man nicht sauber reproduzieren, das ist so. Hier geht es um einfache Riffs, gut, die auch kurz sind, gut, denn das menschliche Kurzzeitgedächtnis kann nur 5 bis 9 Elemente speichern. Lange Riffs können gar nicht im Gedächtnis gespeichert, gemerkt werden. Also, wenn man sowas macht, ein kurzes Riff, das wurde hier gemacht, und ein einfaches Riff, das man hoffentlich gut reproduzieren kann. Und da schauen wir jetzt mal, wie gut diese Riffs denn reproduziert werden. Dieser Test wird als Hörtest angeboten. Hiermit sollen subjektive Bewertungen abgefragt werden. Hörtests sind grundsätzlich sinnvoll. Ich möchte eine objektive messtechnische Analyse durchführen. Eine Möglichkeit dazu ist die Terzanalyse. Was das ist, erläutere ich hier nicht im Detail, da habe ich erst vor kurzem ein Video dazu gemacht. Wir sehen hier ein Terzspektrogramm von links nach rechts die Zeit, gut 32 Sekunden, von unten nach oben die Frequenz, logarithmisch aufgetragen, und als dritte Dimension den Pegel, den wir hier sehen, farbig kodiert, von 5 bis 75 dB. Blau sind die kleinen Pegel, rot sind die großen Pegel. Das sind die 6 verschiedenen Aufnahmen. Riff 1, Tonabnehmer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sieht man nun schon ein bisschen Unterschiede. Grundsätzlich sieht es ähnlich aus. Aber wenn man zum Beispiel da reinschaut, erkennt man, ja, da ist es ein bisschen farbiger, mehr ins Rote, da geht es mehr ins Gelb-Grüne, da auch. Da scheinen Unterschiede zu sein. Naja, sind ja auch 6 verschiedene Tonabnehmer. Das sind jetzt hier allerdings doch viele verschiedene, verschiedenfarbige Flächen. Kann man das irgendwie vereinfachen? Ja, natürlich, man kann. Man kann zum Beispiel sagen, ich bilde ein energetisch gemitteltes Spektrum über ein solches Beispiel, über die Aufnahme von einem Tonabnehmer. Es geht ja immer zunächst ums Riff 1. Also ein Spektrum darüber, dann ein Spektrum darüber und so weiter. Für jeden Tonabnehmer ein energetisch gemitteltes Spektrum. Das sieht dann so aus. Riff 1. Und jetzt verweise ich nochmal auf die Anleitung. Korrekturen von kleinen Schwankungen beim Einspielen sowie Korrekturen des elektrischen Signals wurden nicht vorgenommen. Lautstärkekorrekturen gegebenenfalls selbst vornehmen. Da habe ich schon meine Meinung klar gemacht. Das halte ich für falsch. Man sieht hier schon, die gemittelten Pegel sind unterschiedlich. Und das muss man diesen Tonabnehmern ja auch zugestehen, dass sie einen unterschiedlichen Übertragungskoeffizient haben. Dass der eine ein bisschen lauter ist, drücken wir es mal so aus, als der andere, trotz sonst gleicher Parameter. Würde das schon reichen, um 10.000 Euro für ein Paar auszugeben? Ich denke, wenn bei den Tonabnehmern ein paar dB Unterschiede sind und das ist der einzige Unterschied, dann dreht man halt den Verstärker um ein paar dB mehr oder weniger auf. Und darum ist es schon sinnvoll, diese Lautstärke- oder Pegelunterschiede auszugleichen. Aber es wäre halt besser gewesen, wenn das der Autor gemacht hätte, bevor er es veröffentlicht. Und nicht den Versuchspersonen sagt, stellt euch das doch selber ein, da habe ich keine Lust mehr gehabt. Nun, wie könnte man das normieren? Zum Beispiel so. Da würde sich natürlich jedes Frequenzband anbieten. Ich habe jetzt mal die Kurven bei dieser Frequenz, in diesem Frequenzbereich normiert. Und dann sieht man ja, zwischen den 6 Tonabnehmern gibt es teilweise Unterschiede von ein paar dB. Diese Unterschiede sind nicht besonders groß, was ein
erstes wichtiges Ergebnis ist. Wenn die Unterschiede gering sind, sind die Anforderungen an den Gitarristen groß. Die Anforderungen, dass der, wenn er mit 6 verschiedenen Tonabnehmern spielt, möglichst präzise reproduziert. Und das ist die eigentliche Zielrichtung dieser Analyse. Wie gut kann denn ein Gitarrist in diesen Fällen reproduzieren, dasselbe spielen? Denn wenn der jedes Mal was anders spielt, dann kann man den ganzen Versuch vergessen. Wie gut reproduziert der Gitarrist, das ist natürlich mit so einem Bild nicht zu beantworten, denn so ein Unterschied hier könnte vom Gitarrist kommen oder vom Tonabnehmer. Aus vielen anderen Messungen ist bekannt, dass sich Tonabnehmer unterscheiden, dass sie eine Resonanz haben. In der Übertragungsfunktion gibt es eine Überhöhung, eine Resonanzüberhöhung, die mehr oder weniger dB haben kann, um es mal so auszudrücken, und bei tieferen oder höheren Frequenzen liegen kann. Und deswegen wäre es nicht überraschend, wenn sich im Bereich, in dem typischerweise die Resonanz solcher Humbucker liegt, Pegelunterschiede ergeben. Dass diese Kurven hier im tieffrequenten Bereich flach verlaufen und hier abfallen, ist kein Widerspruch. Das hier ist ein gemessenes Spektrum, das ist eine Übertragungsfunktion. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, auch wenn in beiden Fällen an der Abszisse Kilohertz steht und an der Ordinate dB. Das ist ein Spektrum, gemessen mit einer bestimmten Gitarre für ein bestimmtes Riff, Riff 1. Wenn der was anders spielt, kommt er an das Spektrum raus. Die Tonabnehmerübertragungsfunktion ist aber vom Signal unabhängig. So. Die quantitative Auswertung dieses Farbspektrogramms kann vereinfacht werden, wenn man Schnitte anbringt. Ein Schnitt erfolgt hier bei 80 Hertz längster Zeit. Das sehen wir hier. Hier ist die Zeit, hier ist der Pegel im 80 Hertz Terzband. Für das erste Riff, erster Tonabnehmer, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster. Bei diesem ersten Riff wird das tiefe E zu Beginn zweimal gespielt. Nun ist es die künstlerische Freiheit des Gitarristen zu sagen, bei der Wiederholung spiele ich dieses tiefe E ein bisschen leiser mit einem etwas kleineren Pegel. Das sollte er dann aber immer so machen. Hier sehen wir schon, beim zweiten Tonabnehmer ist der Pegelunterschied anders. Hier sind es wieder fast gleich. Hier ist der zweite schon merklich höher als hier. Hier sind sie wieder fast gleich. Das können jetzt keine Unterschiede von den Tonabnehmern sein, denn so ein Tonabnehmer kann sich nicht innerhalb von ein paar Sekunden ändern. Das ist ein Unterschied des performenden Gitarristen. Man darf aber durchaus auch sagen oder denken, mein Gott, wegen 1-2 dB, was soll's, gibt Schlimmeres in der Welt. Schauen wir mal eine andere Frequenz an. Wiederum Riff 1, jetzt aber der Längsschnitt bei 2 kHz. Und da nehme ich jetzt nicht den Beginn des Riffs, sondern dessen Ende. Hier hört es auf. Da wird zweimal derselbe Ton Cis gespielt. Dazwischen kommt ein höheres E, aber das ist zweimal ein Cis. Und wiederum gilt, das sollte bei der Reproduktion doch mit gleichem Pegel gespielt werden. Bei dem E könnte man noch sagen, ja gut, das ist ein anderer Ton, anderes Spektrum, wer weiß, was die Tonabnehmer da machen, obwohl auch das nicht physikalisch begründbar ist. Aber lassen wir das ewig. Das ist zweimal dasselbe Cis und jetzt haben wir doch schon 15 dB Unterschied. Das ist der Gitarrist, der Tonabnehmer kann das nicht sein. Neues Spiel, neues Glück, Riff 2. Wieder die gemittelten Terzspektren willkürlich an dieser Stelle normiert. Man sieht, es lassen sich die Kurven nicht zur Deckung bringen. Da gibt es im gemittelten Spektrum kleinere Unterschiede, gleich wieder zeitliche Abläufe, wieder bei tiefen Frequenzen, die 6 verschiedenen Tonabnehmer.
Und in diesem Riff werden jetzt nicht Einzeltöne gespielt, sondern Akkorde. Und zwar zu Beginn zweimal der gleiche Akkord. Die Philologen mögen jetzt sagen, ja, es ist nicht dasselbe, es ist der gleiche Akkord. Und wiederum muss dem Gitarristen zugestanden werden, dass er bei der Wiederholung hier einen höheren Pegel spielt. Allerdings spielt er diesen Pegelunterschied doch sehr unterschiedlich und hier ist die Wiederholung mit kleinerem Pegel gespielt, plus minus 5 dB. Das kann nicht der Tonabnehmer sein, das ist der Gitarrist. Wenn man das aber nicht weiß und nicht aufgrund derartiger Analysen erkennt, dann kommen leicht so Bewertungen raus wie: dieser Pickup kann die Tiefen schlechter wiedergeben oder ähnliches. Also es müsste schon sichergestellt sein bei solchen Versuchen, dass der Gitarrist im ganzen Spektrum in gleicher Weise reproduziert. Hier sind die Pegelunterschiede zum Vergleich mal dargestellt. Ich habe diesen ersten Abstand genommen, hier stimmt es noch fast. Da merkt man jetzt schon, gibt es Unterschiede, da ist der Unterschied schon ziemlich krass und wird eigentlich jetzt hier immer noch schlimmer. Wenn man das als Maß nimmt und sagt, der erste Peak muss um 5 dB unter dem zweiten liegen, dann sollte er da sein und nicht da. Danach wird wieder zweimal der gleiche Akkord gespielt und auch da sieht man jetzt, puh, der fehlt da ja weitestgehend. Da sieht man zumindest wieder einen Peak, da ist der Abstand schon sehr groß. Also wiederum, da gibt es wesentliche Unterschiede. Hier das Spektrogramm vom zweiten Riff. Wer möchte, kann da ja jetzt genauer reinschauen. Riff 3. Ich gehe schnell durch, weil überall derartige Unterschiede auftreten, egal welches Riff man da nimmt. Riff 3. Man sieht wieder Unterschiede im Absolutpegel. Wenn man normiert, erkennt man da schon deutliche Unterschiede, wobei man sagen könnte, naja, in dem Bereich ist die Tonabnehmerresonanz, das könnte ja noch der Tonabnehmer sein. Aber wenn wir jetzt dieses Riff 3 nehmen und mal einen Längsschnitt reinlegen bei 160 Hertz, das ist so ungefähr auf der D-Seite der zweite Bund, das E. Ja, wäre ein bisschen höher noch, die Terzfrequenzen sind ja genormt. Für das E bräuchte man so um die 164, 65 Hertz, also ist nahe dran. D-Seite, zweite Bund. Das ist nun schon mitten im Leben, da kann man nicht sagen, das ist ja eine völlig untypische Frequenz. Es wird fünfmal der gleiche Akkord gespielt, mit der Freiheit, den mit unterschiedlichem Pegel zu spielen, aber dann sollte dieses Pegelmuster eben jetzt beibehalten werden. Wird es nicht. Ich habe den ersten Peak als Referenz genommen, dann müsste der zweite Peak hier sein und so weiter. Und da sieht man jetzt schon, auch da gibt es wieder mal weniger Unterschiede. Die zwei passen fast. Man wird ja großzügig, wenn man solche Unterschiede sieht. Aber dann kommen wieder sehr große Unterschiede. Hier vom dritten Riff, das Farbspektrogramm. Es fällt noch was auf bei diesem dritten Riff. Beim Pickup 2 sind im Vergleich zum Pickup 1 hier zwei Vorschläge. Da werden die Saiten kurz leiser angeschlagen, aber hörbar und sichtbar. Hier fehlen die wieder. Hier sind sie wieder vorhanden. Hier auch, hier auch. Sowas darf man als Autor nicht rauslassen. Wenn man da merkt, ups, das ist bei der Aufnahme schiefgegangen, dann schneidet man die halt weg, dass alles in gleicher Weise hier beginnt. Sowas stört. Es sollen ja nur Unterschiede bei den Tonabnehmern auftreten, nicht im Spiel des Gitarristen. Und wie man hier sehen kann und auch hören kann, wird unterschiedlich gespielt. Musik.
Man weiß ja nicht, was die Versuchspersonen, die diese Darbietung dann subjektiv bewerten, was die alles für Kriterien verwenden. Deswegen, sowas müsste raus. Beim RIF 3 nun noch verschiedene Frequenzen, 160 Hz, 500 Hz, 800 Hz, 2,8 kHz und wiederum sieht man Unterschiede. Teilweise taucht da ein Peak auf, der aber nur bei einem Tonabnehmer vorhanden ist, bei den anderen nicht. Teilweise sind die Kurven auch wieder ähnlich. Da gibt es dann plötzlich wieder mal um die 8 dB Unterschied, was aber dann bei einer anderen Frequenz wieder nicht auftritt. Auch das halte ich kurz, es gibt ja noch weitere Beispiele. Das vierte Riff. Beim vierten Riff wähle ich jetzt eine andere Art der Darstellung dieser Analyseergebnisse. Hier sehen wir Pegelunterschiede. Unterschiede zum ersten Terzpegel, also zum Terzpegel des ersten Pickups. Die rote Kurve ist Terzpegelspektrum vom dritten Pickup minus Terzpegelspektrum vom ersten. Die schwarze wäre dementsprechend 6 minus 1. Warum Bezug auf den ersten? Das ist natürlich willkürlich. Gegenfrage, warum nicht? Man könnte jeden nehmen. Ich habe eben das Spektrum gleich vom ersten genommen. Und da sehen wir, beim vierten Riff gibt es doch große Unterschiede. Im vierten Riff gibt es zwei verschiedene Akkorde. Das ist hier die Spektralanalyse für den ersten Akkord. Hören wir nochmal kurz rein. Nach dieser Analyse hat der zweite Pickup viel weniger Höhen in diesem Brillanz-Präsenzbereich als der erste, während zum Beispiel der sechste hier bei einem Kilohertz um 8 dB etwa hier und hier anhebt. Beim ersten Akkord. Nun sind aber in diesem Riff zwei verschiedene Akkorde. Beim zweiten Akkord sieht es so aus. Und während die schwarze Kurve hier bei plus 8 dB ist, ist sie hier bei vielleicht minus 2. Und während die grüne Kurve hier auf minus 15 runtergeht, ist sie hier nur bei minus 5 und so weiter. Das kann sich ja jeder selbst anschauen. Kann das sein, dass ein Tonabnehmer je nach Akkord eine so unterschiedliche Charakteristik hat, dass der Tonabnehmer erkennt, oh, das ist ein Dur-Akkord, ein Moll, ein übermäßiger, ein Major 7, was weiß ich was alles. Und dementsprechend ändert er seine Charakteristik? Nein, kann nicht sein. Aber ehe ich das vertiefe, etwas ganz anderes zu diesen Bildern, da steckt ein Fehler drin. Hat den jeder erkannt? Ja, gut so, Grundlagenmesstechnik ist ja ganz einfach. Das sind die Terzpegelspektren, nicht die Differenzen, das sind jetzt die absoluten Terzpegel. Und da sieht man, oberhalb von 3-4 kHz geht das in den Keller. Nicht, dass ich es nicht messen könnte, das geht da unten weiter, könnte ich schon darstellen, aber es macht keinen Sinn mehr, so kleine Pegel noch auszuwerten. Irgendwann geht es ins Rauschen rein, in die Störungen rein. Wenn man da Differenzen bildet, wird es unsinnig. Und deswegen sollte man den Bereich einengen. Da bei etwa 3 bis 4 kHz ist Schluss, diese hohen Frequenzen und die tiefen Frequenzbereiche, die braucht man nicht. Aber selbst wenn man sich auf diesen Bereich hier beschränkt, merkt man, die Unterschiede sind doch ganz erheblich. Wir reden da von wenigstens 10 dB. Kann das von den Tonabnehmern kommen? Meine Meinung, nein. Das ist der Gitarrist. Hier nochmal mehrere Riffs im Vergleich. Riff 1. Relativ ähnlich. Inzwischen sind wir ja schon froh, wenn die Unterschiede nicht 10 dB sind. Wegen 1, 2, 3 dB tun wir ja gar nicht mehr rum. Riff 2.
Auch hier eher kleine Unterschiede, vielleicht bei dem grünen Pickup 2 bisschen Höhenverlust gegenüber dem ersten, muss man immer sagen. Der Vierer bleibt hier oben. Riff 3 auch grün, etwas Tendenz nach unten. Aber dann Riff 4, fürchterlich. Dieses Riff ist für so einen Versuch meiner Meinung nach vollkommen unbrauchbar. Und wenn wir mal wechseln zum zweiten Akkord, hier ist es ja der erste, gehen wir mal zum zweiten Akkord, dann schaut es so aus. Es ist für dieses Bild ja immer derselbe Akkord. Der erste im Riff 4 und der zweite im Riff 4. Derart riesige Unterschiede, das ist der Gitarrist. Riff 6, machen wir es kurz, bei 800 Hertz Pegel ausgewertet. Der zweite größer, der zweite kleiner, hier fehlt er fast vollständig, Riesenunterschiede. Ja, da sind wir jetzt schon im Bereich von 15, 15, 20 dB. Hier wieder ähnlich, dass der zweite tiefer ist. Großer Unterschied, großer Unterschied. Wenn so große Unterschiede auftreten, dann kann man dem Gitarrist nur sagen, mach's nochmal. Hören wir uns den mal an. Bitte genau auf das dritte Beispiel hören. Das darf man als Versuchsleiter, als Autor nicht durchgehen lassen. Sowas geht nicht. Andere Frequenzen, 2 kHz, Riesenunterschiede, 2,5 kHz, zweimal fast gleich, sehr großer Unterschied, das kommt nicht von Tonabnehmer, das ist der Gitarrist. So, jetzt was ganz anderes, Riff 5, vielleicht hat der eine oder andere gesagt, ich würde da keine Terzanalyse nehmen, die kenne ich nicht, da macht man doch eine FFT-Analyse. Jawohl, hier ist sie. Im Riff 5 habe ich mal den vierten Ton genommen, der gespielt wird, und davon Spektren gebildet. Hören wir dieses Riff mal an. Und es wurde ja für die 6 verschiedenen Tonabnehmer verwendet. PU, Pickup, der erste Tonabnehmer. Maximum hier, ja, hier auch ein Maximum. Aber etwas tiefer. Und was ist hier? Hier sind wir bei ja, 66, 67 dB. Hier sind wir deutlich drunter, 50 dB. Also das sind doch alles sehr unterschiedliche Spektren, obwohl ja immer derselbe Ton gespielt wird. Jetzt habe ich diesen Ton mal rausgeschnitten, diesen vierten Ton in diesem kleinen Riff. Und habe diese rausgeschnittenen vierten Töne direkt hintereinander montiert. Hören wir uns die mal an. Eigentlich sollte der Gitarrist ja immer selbe spielen. Kann ein Tonabnehmer diese Unterschiede produzieren? Nicht unmöglich, aber dann müsste man das auch bei Riff 1 und Riff 2 finden. Und da findet man es halt nicht in dieser Ausprägung. Was noch zu ergänzen ist, ich habe die im Pegel so normiert, dass die erste harmonische immer den gleichen Pegel bekommt. Da waren nur relativ kleine Unterschiede von vielleicht plus minus 2 dB, die ich aber ausgeglichen habe, weil, wie zu Beginn gesagt, Pegelunterschiede im absoluten Gesamtpegel wären ja nicht so wichtig. Es geht ja um die spektralen Unterschiede, die, wie man hier sieht, doch gewaltig sind. Hier unten im Vergleich zu diesem Pegel hier oder auch hier. Also es sind sehr große Unterschiede bei diesem vierten Ton, die sowohl im Spektrum auftreten als auch klanglich. Das sind die Unterschiede, die der Gitarrist produziert durch sein Spiel, durch seine rechte Hand. Somit kann man immer wieder sagen, die Finger sind's. Ja, natürlich, die Finger sind's. Auch hier mal kurz die Unterschiede in den Spektren dargestellt, wiederum auf den ersten Pickup bezogen. Das sind jetzt FFT-Spektren, bei denen aber nur die Maxima
ausgewertet wurden, also nur die Pegel der einzelnen Teiltöne der harmonischen. Ja, und hier sieht man also bei 3 kHz Riesenunterschied 30 dB. Meine Damen und Herren, 30 dB Varianz ist schon erheblich und stellt den gesamten Versuch schön langsam doch sehr in Frage. Da es aber noch mehrere Töne gibt, habe ich hier mal den 5. Ton auch noch analysiert. Ist noch interessanter, wenn wir uns mal hier anschauen, die 1., 2., 3., 4., 5. harmonische ist es. Gut 2 kHz. Was sich da für ein Pegelunterschied ergibt. Der 5. Ton ist ein A, der 4. Ton ist ein Fis. Da ist frequenzmäßig nicht so viel Unterschied. Wenn sich da im Pegel 30 dB Unterschied ergeben, dann ist die Ursache eindeutig. Das ist der Gitarrist, der eben an dieser Stelle nicht besser reproduzieren kann. Im Vergleich. Ich meine, es gehört nicht zum Kompetenzbereich eines Profi-Gitarristen, Töne aufs dB genau reproduzieren zu können. Und deswegen kritisiere ich hier auch nicht den Gitarrist, der diese Schale eingespielt hat, der ist gut, keine Frage, sondern denjenigen, der sie für die Veröffentlichung ausgewählt hat. Meinen Qualitätsstandards entspricht das nicht, das, was hier gemacht wurde, ist Murks. Schade, der Aufwand war groß, mit ein bisschen mehr Analytik hätte man hier einen sehr schönen Vergleich machen können. Ja, am besten ist, sie stopfen sich auch Bohnen in die Ohren. Bohnen in die Ohren. So, das Fazit zu diesem von Gitek veröffentlichten PAF-Vergleich. Es ist kein PAF-Vergleich, es ist ein interessanter Hörversuch zur Reproduziergenauigkeit. Es ist kein PAF-Vergleich, weil die Genauigkeit, mit der der Gitarrist oder falls es zwei waren, die Gitarristen reproduzieren konnten, viel, viel schlechter ist. Die Varianzen da sind viel größer als die Unterschiede der Tonabnehmer. Als Adler gestartet, als Suppenhuhn gelandet. Trotzdem kann man diesem Hörversuch ein interessantes Ergebnis abbringen. Manchmal findet ja auch ein blindes Suppenhuhn ein Korn. Er offenbart nicht die Unterschiede der Tonabnehmer, aber er zeigt, wie groß die Unterschiede im Spiel des Gitarristen sind, in seiner rechten Hand, obwohl er versucht, möglichst genau zu reproduzieren. Das relativiert doch die Aussagen, die im Internet mit solchen und ähnlichen Hörversuchen gemacht werden. Hörversuche zu Gitarren und Tonabnehmern haben im Internet Konjunktur. Die Aufrufe können schnell in die Zehntausende gehen. Ich möchte deswegen ein paar Vorschläge machen, wie man sich bei diesen Hörversuchen nicht unnötig blamiert. Da ist zunächst mal wichtig, dass Blindversuche durchgeführt werden, dass die spielenden Gitarristen nicht wissen, um welche Tonabnehmer es sich da gerade handelt, und am besten sollte das auch der Versuchsleiter nicht wissen. Doppelblindversuch. Das wurde bei Gitek richtig gemacht. Dann sollten kurze, einfache Riffs gespielt werden, um wenigstens die Chance zu haben, das exakt reproduzieren zu können. Auch das haben die Leute hier richtig gemacht. Dann ist ein neutraler Monitorschall erforderlich. Da wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter. Wenn der Gitarrist mit verschiedenen Tonabnehmern spielen soll und hört deren Sound über einen Verstärker und kriegt die Aufgabe, möglichst immer gleich zu spielen. Jetzt stellen wir uns mal den Fall vor, einer der Tonabnehmer hat ein bisschen zu wenig Höhen. Dann besteht die Gefahr, dass der Gitarrist bei diesem Tonabnehmer etwas akzentuierter in die Saiten greift, denn er soll ja immer dasselbe machen und dasselbe, das kontrolliert er übers Gehör.
Deswegen ist es nicht zweckmäßig, die untersuchten Tonabnehmer gleichzeitig vom Gitarristen abhören zu lassen. Auch das war den Gitteck-Leuten bewusst. Die haben gesagt, wir nehmen gar keinen Monitor. Der Gitarrist hört nur die trocken gespielte Gitarre. Das ist ein Weg. Hoffentlich wurde auch vorher geklärt, ob bei dieser Gitarre in allen Tonabnehmerstellungen dasselbe abgestrahlt wird. Aber so a priori kann man das mal unterstellen, ist eine Möglichkeit. Dann sind kurze Wechselzeiten erforderlich. Damit meine ich, dass der Wechsel der Tonabnehmer möglichst schnell gehen muss, damit der Gitarrist noch eine Chance hat, sich an das zu erinnern, was er gerade gespielt hat. Und wir haben ja gesehen, selbst bei den Gitteck-Gitarristen, die sich nun wirklich bemüht haben, möglichst gut zu reproduzieren, treten Unterschiede von 15 oder in Einzelfällen bis zu 30 dB auf. Das ist extrem schwierig und es wird umso schwieriger, wenn der Tonabnehmer erst aus der Gitarre ausgebaut wird, ein anderer eingebaut wird, wieder Saiten drauf und dann spielt der Gitarrist weiter. Da sind die Zeiten zu lange. Auch das wurde bei Gitteck richtig gemacht. Die Wechselzeiten betragen nur wenige Sekunden, weil auf einer speziellen Gitarre zwei verschiedene Tonabnehmer hin und her geschoben werden können. Auch das ist ein guter Ansatz. Alles gut? Nein, jetzt kommen die Probleme. Wenn man so Versuche durchführt, muss meiner Meinung nach ein Referenzspektrum kontrolliert werden. Das heißt, da müsste ein Referenztonabnehmer eingebaut werden, der nicht verändert wird. Ein Tonabnehmer wird verändert, dessen Spannung wird aufgezeichnet und dann im Hörversuch bewertet, aber es muss noch ein zweiter Tonabnehmer vorhanden sein, der immer in gleicher Weise arbeitet, dessen Spektrum wird ausgewertet, anhand dessen kann man dann kontrollieren, wie gut die Reproduziergenauigkeit der Gitarristen ist. Und wenn jetzt jemand sagt, natürlich haben wir so einen Referenztonabnehmer eingebaut und es war ein Magnettonabnehmer, dann kann ich nur sagen, nein, nichts verstanden. Ein Magnettonabnehmer, ganz gleich wo er sitzt, produziert immer einen Kammfilter. In der Physik der Elektrogitarre ist das ausführlich beschrieben. Hier sehen wir mal solche Kammfilterkurven für einen in einer Stratocaster Mittelposition eingebauten Tonabnehmer. Wenn man den in eine andere Position schiebt, verschieben sich eben diese Kammfilterkurven, die übrigens hier nur im Bild abgeschnitten sind. Tatsächlich gehen die ja hier überall nach unten. Das sind seitenspezifische Filterungen. Und jetzt ist klar, wenn das Wesentliche sich in so einem Minimum abspielen sollte, wenn gerade da der Gitarrist seine Unterschiede macht, kann ich es nur sehr schwer beurteilen, wenn der Tonabnehmer, der Referenztonabnehmer, an dieser Stelle ein Minimum hat. Deswegen, ein Magnettonabnehmer ist hier nicht sinnvoll. Da muss ein Piezo-Tonabnehmer in den Steg rein, der hat diese Kammfilterwirkung nicht. Ist ja alles im Buch beschrieben. Ja, und damit hätten wir jetzt schon mal einige Vorgaben, wie man solche Hörversuche richtig durchführen kann. Und dann kann man zum Beispiel dem Gitarrist 100 Mal dasselbe Riff mit dem einen und mit dem anderen Tonabnehmer spielen lassen. Hinterher setzt man den Rechner in Marsch, dass der die Spektren des Referenztonabnehmers überprüft und die bestmögliche Übereinstimmung rausfindet. Und das nimmt man dann für den Hörversuch. Dabei ist noch eines zu berücksichtigen. Spektren können grausam gnadenlos sein und Details offenbaren, die man vielleicht gar nicht hört. Deswegen muss das auch immer durch sachkundige Leute begleitet werden, die ein gutes Gehör haben und dann die Ergebnisse auch nochmals mittels Gehör überprüfen. Aber es sollte eben beides gemacht werden, die objektive Spektralanalyse und die subjektive Auswahl geeigneter Demoschalle. Ich habe hier keine große Auswahl, ich kann nur das nehmen, was auf der Gitteck-Homepage veröffentlicht wurde. Und da nehme ich gleich mal das erste Riff, den ersten Ton, 6 verschiedene Tonabnehmer. Hören wir uns die gleich mal an. Ja, da hört man kleine Unterschiede
Und liebe Gitek-Leute, ist euch sicher aufgefallen, dass der vierte Tonabnehmer invertiert. Hier sieht man es. Vergleich. Erste Tonabnehmer, dieser Peak ist hier positiv, hier ist er negativ. Da hört man und liest man ja vieles, was die Phasenlage eines Tonabnehmers alles bewirken kann. Also die Polarität. Natürlich ist die sehr wichtig, wenn man zwei Tonabnehmer zusammenschaltet. Wenn man nur einen anhört, und hier geht es ja nur um einen, dann ist diese Polarität ja nicht so wichtig. Dazu auch ein kleines Hörbeispiel, damit das auch mal geklärt ist. Hier sehen wir das erste Riff, der vierte Tonabnehmer, das Signal in Originalphasenlage und einmal invertiert. Tja, Thema erledigt, gut. Das sind die Spektren, wiederum Terzanalyse, der sechs verschiedenen Tonabnehmer. Erstes Riff, erster Ton, bisschen im Pegel angeglichen. Hier unten würde ich sagen, ja, ist ähnlich. Da kann man charakteristische Unterschiede erkennen. Dieser vierte Tonabnehmer hat hier ein Minimum und dann kommt da ein Maximum. Bei den anderen fällt das Spektrum hier doch eher etwas ab, je nach Tonabnehmer. Eine Phasenänderung, ein Umpolen des Tonabnehmers kann diese Unterschiede natürlich nicht bewirken. Das Phasenspektrum hat keinen Einfluss auf das Betragsspektrum. Und das ist hier ja das logarithmierte Betragsspektrum. Das heißt, da muss noch ein anderer Effekt vorliegen. Es könnte der Tonabnehmer sein, es wäre physikalisch sehr schwer erklärbar, dass der in diesem Bereich was macht. Aber es gibt ja noch einen zweiten Ton. In diesem ersten Riff wird ja die leere E-Saite zweimal gespielt. Das ist das Spektrum des zweiten Tons. Und da findet man dieses Loch mit anschließendem Maximum bei 900 Hertz nicht mehr. Da sieht es wieder etwas anders aus. Und deswegen nehme ich an, das hat wiederum der Gitarrist produziert mit seiner rechten Hand, mit dem Plektrum. Man muss da sehr drauf aufpassen, dass man die Saite exakt an derselben Stelle anschlägt. Ich markiere dazu immer diese Stelle auf der Saite mit einem Filzstift, dass man genau den richtigen Punkt wieder erwischt. Man muss immer das Plektrum unter demselben Winkel halten, in gleicher Weise die Saiten anschlagen. Natürlich nicht Aufschlag, Abschlag verwechseln und solche Dinge. Die Anforderungen sind hoch. Wenn man da nicht aufpasst, kann man sehr leicht Unterschiede produzieren, die ohne weiteres in dieser Größenordnung liegen können. Ansonsten wäre dieser erste Ton ganz gut geeignet. Da ist die tiefste Frequenz enthalten, die die Gitarre produzieren kann. Der Grundton der leeren E-Saite ist bei 82,4 Hertz. Und tiefere Töne waren 1959 noch nicht so gefragt. Da gab es noch nicht so viele siebenseitige Gitarren. Und es gibt auch höhere Frequenzen, naja, halt so weit, dass der Humbucker kann. Der ist ja nicht bekannt für seinen brillanten Sound. Gerade bei der tiefen E-Saite sind die Höhen hier unterbelichtet, aber das liegt eben an den beiden Spulen, die die Saite an zwei Stellen in zwei Bereichen abtasten. Erkenntnisse aus diesen beiden Bildern. Es gibt hörbare Unterschiede, die nicht von der Phasenlage kommen, die, soweit ich das beurteilen kann, wohl doch mit großer Wahrscheinlichkeit vom Gitarrist kommen. Um den höherfrequenten Spektralanteilen etwas mehr Gewicht zu geben, habe ich auch mal mit einem Equalizer die Höhen etwas angehoben, die Bässe etwas abgesenkt. Diese IQ-Kurve geht auf alle sechs Tonabnehmersignale in gleicher Weise. Zu hören ist der zweite Ton des ersten Riffs mit dieser Equalizer-Höhenanhebung. Da kann nun jeder selbst überlegen, wie viel ihm diese Klangunterschiede wert sind. Würde man für den in Anführungszeichen besten
dieser 6-Tonabnehmer 100 Euro mehr ausgeben, 200 Euro mehr oder gar 500 Euro mehr als für den in Anführungszeichen schlechtesten dieser Gruppe. Das ist wiederum eine sehr subjektive Entscheidung. Zum Abschluss nochmal der Vergleich der Töne in diesem ersten Riff. Pickup, also Tonabnehmer 1 bis 6. Vom ersten Riff Vergleich 1. Ton, 2. Ton, 6. Ton. Man kann aber auch sagen, diese ganze Analytik verstehe ich sowieso nicht. Ich kaufe mir ein paar gute Humbucker, zum Beispiel für 239 Euro oder 389 Euro. Oder wenn es billiger sein soll, auch nur für 35,90. Das ist der Preis für einen, das ist der Preis jeweils für zwei Tonabnehmer. Geht aber auch noch billiger, 49,21 für zwei Tonabnehmer. Wenn es ein bisschen teurer sein darf, 5,59 oder auch 949 Euro für zwei Tonabnehmer. Da sind allerdings noch zwei Kondensatoren dabei. Wow. Und die müssen wohl furchtbar teuer sein. Tja, es gibt Kondensatoren ab 10 Cent. Aber bestimmt sagt jetzt jemand, ja, von wegen, das sind die Original-Bumblebee-Kondensatoren. Wir haben da Hörversuche gemacht, nur mit denen klingen die Tonabnehmer entsprechend gut. Und dann dürfen sie jetzt herzhaft lachen und sagen, ja, ja, Hörversuche, da haben wir inzwischen auch einiges gelernt. Es geht aber auch viel billiger, wie ich im letzten Video schon gezeigt habe. Ein Tonabnehmer dieser Art, den gibt es bei verschiedenen Händlern. Irgendwo gibt es auch einen Großimporteur. Ich stelle mir so gerade vor, der Hersteller verlangt vielleicht 3 bis 5 Euro für einen ganzen Tonabnehmer. Der Großhandel schlagt dann 2, 3 Euro drauf und der Einzelhandel nochmal 2, 3 Euro, sodass dann insgesamt 9,74 Euro rauskommen. Aber man kann natürlich auch mehr ausgeben. Die Unterschiede sind gar nicht einmal so groß. Und wenn man damit nicht zufrieden ist, das habe ich ja ausführlich erläutert, zieht man hier diese Metallstifte raus und steckt 2x6 Alnico-Magnete rein, dann wird der Preis ein bisschen höher. Aber ein super Humbucker, den man mit Kondensatoren dann auch noch abstimmen kann, wenn man dieses Resonanzmaximum gerne ein bisschen tiefer hätte oder die Überhöhung und so weiter. Also das ist ja alles bestens inzwischen bekannt. Man kann das auch so machen, dass man wenig oder mehr ausgibt. Jetzt sind wir wieder bei den Preisen für die angeblichen Untouched Holy Grail Tonabnehmer und immerhin drei Angebote. Ich interpretiere das so, dass nicht dreimal der Tonabnehmer angeboten wird, sondern dass drei Leute ein Angebot abgegeben haben, diese zwei Tonabnehmer zu kaufen. Untouched, aber gebraucht, also sowohl als auch gebraucht und untouched und sicher schon mal, wie man hier und hier sieht, angelötet. Und diese Kappe ist ja üblicherweise aufs Gehäuse aufgelötet. Die ist ja wohl runtergelötet worden. Wie macht man das, ohne dass man hintoucht? Wird er schon irgendwie gemacht haben. Und sehr schön sehen sie auch noch aus. Und sage keiner, die sind für billiges Geld irgendwo im fernen Land unnahbar euren Schritten gekauft worden. Na, das ist doch hoffentlich Original Gibson 1959. The Holy Grail. Wir erstarren in Ehrfurcht.